Na, ihr Ausgestoßene, willkommen zurück zu Death Trash und der nackte Mann, der an einem verseuchten Tümpel steht. Hast du Bock auf uns heute? Hey, alter Mann. Aha, schau dich an, mit Kleidung, so ordentlich. Hast du einen guten Tag? Den besten. Hier, schau mal, wie ich tanze. Ja, das sieht schon steil. So feiere ich die Sonne. Und jetzt kannst du gehen. Vielleicht bist du an den großen fleischigen Freund interessiert. Oh, du meinst das große Fleischmonster in dem Tempel da vorne? Nein, mit dem will ich auch nichts anfangen. Hä, warum hast du den jetzt so? Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ah, danke fürs Angebot. Ja, die Grünen sollen am besten Tag nicht versauen, denn wir wollen ja weiter. In eine Stadt, weil wir suchen ja einen Arzt. So eine Karte finde ich ja irgendwie immer cool. Wirkt noch überschaubar, aber können ja viele Orte an Stellen auftauchen, die man jetzt ja nicht so vermuten würde, ja? Achso, wir sind am Tempel des Kraken. Das ist die faulende Schlucht. Da sollte der Speer hin. Na denn, machen wir das auch. Schauen wir uns mal die aggressiven Mutanten an. Hier scheint eine Siedlung zu sein, so wie es aussieht. Faulende Schlucht. 40 Erfahrungspunkte. Wie ist das, Ecki? Könnten wir uns jetzt. Ich weiß nicht, macht das Sinn, sie das jetzt zu drücken? Unbekanntes Gehirnimplantat. Das gehört jetzt zu dir. Und hier dasselbe nochmal. Was auch immer das ist Schuld darin, dass du der universalen Gesellschaft herausgeschmissen wurdest. Okay. Ein bisschen Kram haben wir schon gesammelt. Crafting-Wissen haben wir nicht. Ah, hier. 115 von 300. Hier sind unsere Aufträge. Genau, das mit dem Dock. Orte besucht. Entdeckte Gegenstände. Getötete Gegner. Erbrochen. Zweimal. Das ist eine solide Statistik hier von uns. Bisschen prügelt man jetzt generell immer Fleisch oder? Aber hier doch gar nicht. Ich lasse die Fleischbrocken erstmal so, wie sie sind. Ohne die jetzt irgendwie anzugehen oder so. Ich glaube, wenn man die versucht zu fangen und fehlschlägt, dann greifen die ihn an. Sehr vorhin dann schon ausgeteilt, ne? Schock. Oh, cool. Fähigkeiten? Wo ist er denn? Ah, hier. Implantate. Aktive Fähigkeit. Leichter Flächenangriff und Energieschaden. Beim Benutzen kriegt man Infektion dazu? Was soll denn das? Mal ausprobieren hier. Ist aber kein Mutant. An dem Schockgestorben? Also wirkt das länger? Nein, nein, nein. Gold scheint so was wie Münzen zu sein, wa?
Schöne fleischige Höhle. Den Tod, den kann. Alter. Den Tod kann man hier schnell erreichen. Was ist denn, wenn mein Vergiften voll ist? Das sind immer so Sachen, die will ich immer nicht rausfinden. Wird wahrscheinlich aber früh genug passieren. Alter. Nein! Okay. So, wenn ich jetzt kotze. Kotzen irgendwo. Dann ist meine Vergiftung weg. Jetzt habe ich alle Punkte abgebaut. Und dann kann ich hier rumschocken wie ein Blöder, oder was? Dann habe ich schon mal organisches Schmiermittel für die Zukunft. Jetzt an später denken. Okay. Zirkon. Crafting Resource. Und Muties. Oh, doppel Mutes. Oh, deswegen. Oh. Deswegen ist der von so geplatzt. Das ist so deren Ding. Oh, Organhandel aufmachen hier. Oben nicht noch ein Zirkon? Nanoleben, cool. Ich hab Medikit. Alter. Die bekriegen sich nicht gegenseitig oder was? Oh. Not good. Nein! Also wir haben ewig nicht gespeichert, ne? Oh, leck mir den Sack. Echt jetzt? Oh, gibt's hier kein automatisches Speichern? Shit, okay. Oh no. Okay, die ganze Krütze normal machen. Eigentlich wollte ich dich ja nicht bestehen. Das ist aber ein Flächenangriff, der andere hat von Jan Schmidt abbekommen. Das ist aber irgendwie ein bisschen umständlich, finde ich. Jetzt nicht schnell heilen kann irgendwie. Ja, nice. Ups, ich wollte den nicht tun. Kleiner fleischiger Freund. Oh, jetzt beißt er mich. Lass das gut. Ah, geht nicht anders. Oh, ich hab auch Erfahrung. Wenigstens sind die anderen mir nicht
Nicht mit böse. So, wo ist mein Dosenfutter hin hier? Kracks. Ja, also es schreit auf jeden Fall nach einer geileren Rüstung und mehr Leben, oder? Ich meine, der Dinger echt fix mit uns. Ich speichere jetzt mal. So schnell speichern? Warte. Blub. Ich hab das hier auch klassisch mit F5 zu lösen. Also da oben war dieser Gegner wieder, ne? Sammeln wir erstmal das, was wir jetzt eigentlich schon eh mal gesammelt haben, nochmal auf und dann speichern wir und dann treten wir gegen den Typen ein. Oh, das war gut. Bam! Doppeltötung. Bin der Beste. Na, funktioniert doch ganz gut. Man muss ein bisschen üben, ja? Oh, hey. Krieg grad hart Bock drauf. Wenn man das alles so verbessern kann und. Wir mal schlau machen, was da für ein Team hintersteht oder wie viele Leute das sind. Muss man hier ein bisschen hinputzen. So. Kann nie genug davon haben. Definitiv. Damit wäre ich besser einfallen. So, Mike, jetzt alles abgeschickt hier. Wir rennen ja schon, ne? Ich versuche gerade noch schneller zu laufen, aber ist nicht. Ah, guck mal. Und noch ein bisschen Müll. Hier unten war ich ja, ne? Okay. Na, dann machen wir hier mal. Speichern wir hier mal ab. Ah, hier kann ich wieder verprügeln, oder was? Würde ich gar nicht hauen. Dafür bestimmt Ärger irgendwann nichts, sagt euch. Oh, da ging auf jeden Fall was. Was zur Hölle, Junge? Die alten Kniften, kann man die zerlegen? Ist ja alles dasselbe, ne? Gleich. Macht das Messer mehr Schaden? Nee. Ist nur schneller im Angriff. CCC. Und los, wir genießen mal ein paar Organe. Ich versuche jetzt mal mit F5 schnell zu speichern. Ja. Nice. So, Fleischhöhle. Check up die Fleischhöhle. Vielleicht finden wir hier einen Freund für den Kraken. Na, erstmal finden wir Gegner. Cool. Genau, dreh die um, guck die Leiche an. Oh! Oh, Alter! Fucker! Das schaffe ich nicht. Alter. Eine Pistole. Vier Patronen. Das ist irgendwie verkehrt, ne? Aber dafür haben wir nicht so viel Munition. Naja, aus
ausprobieren müssen wir trotzdem. Könnt ihr uns ja vielleicht mal. Ups, das erste Rezept in den Finger fallen. Ich muss mal hier so ein Nano-Ding nehmen. 70 Leben. Das ist natürlich ja schon Hälfte, ja. Da esse ich doch lieber hier so ein bisschen Fly. Jetzt wird es grenzwertig. Wahrscheinlich stirbt man dann einfach, wenn man nicht aufpasst, aber. Dann finde ich das gerade irgendwie ein bisschen zu simpel noch. Aber das wird ja später bestimmt. Ah, guck mal hier. Blaupausen. Anleitung Dietrich. Ja, nice. Das wird ja bestimmt auch irgendwie ein Problem werden später. So, was haben wir denn hier? Crafting-Wissen. Blaupausen für ein was? Dieses Buch enthält die Blaupausen für einen sogenannten Blip. Dazu gibt es sehr detaillierte Anweisungen darüber, wie Blaupausen im Allgemeinen zu lesen und verstehen sind. Wenn du dir den Inhalt dieses Buch merkst, erhältst du das notwendige Verständnis, um neue Rezepte zu lernen und zu benutzen. Wie auch die Fähigkeit, Items in wiederverwendbare Werkstoffe zu zerlegen. Ah, das ist cool. Das ist richtig gut. Nützlicher Müll. Anleitung Dietrich. Rezept gelernt. Aber jetzt brauchen wir bestimmt Werkbänke, wa? Ups, wollte ich nicht. Nee. Metall und Holz. Ich weiß ja nicht, ob sowas viel Wert hat später, so eine Knarre, wenn man die verkauft. Ressourcen, Notizen. Ah, hier, Crafting. Achso, zerlegen. Ach, das ist ja cool, das wird dann hier auch angezeigt. Benötigt, um schlecht zu knacken, wird automatisch verbraucht. Zweimal Technik ergibt einen Dietrich. Zieht die Aufmerksamkeit von anderen Charakteren und Kreaturen auf sich. Also wie so ein Geräuschemacher, ja. Steigen gleich auf. Noch eine geniale Tötung. Wenn ich mir, wenn jetzt auf C liegt, auf Mausrad packen würde, dann ist es glaube ich schon viel bequemer. Muss das mal kurz checken und außerdem Permadeath aus, ja, das ist gut. Kann man später mal machen, wenn man richtig Bock hat. Vielleicht ist ja hier einfach keine Umgebungsmusik, aber das ist sonst sehr, sehr still gerade, ja? Die Schrift hat das ohne Original. Würde so aussehen. Passt mir zu diesem Cyberpunk-Style, ne? Aber ich finde, das liest sich irgendwie angenehmer. So, wo haben wir denn jetzt C? Da. Eine alternative Belegung. Ach, wir belegen das einfach doppelt. Doppelt. Ja, das ist cool. Ja. That's great. So, was sagt die Map hier? Da sind wir, da kamen wir an. Haben wir alles abgecheckt. Kann man das auch verprügeln? Nee. Hier ist jetzt ein Fragezeichen, aber wir hatten jetzt.
Kein offizieller Punkt zum Reisen. Taurus, Stufe 2. Jetzt sind wir unschlagbar. Ja, was können wir jetzt machen? Einen Wertepunkt können wir vergeben. Warum darf ich nicht mehr? Ich will mehr. Also auf jeden Fall nehme ich die Zähigkeit noch mit. Ach, dann steigen. Achso, da steigt dann auch alles mit. Cool. Skills. Schusswaffen möchte ich auf jeden Fall mit dazu. Das machen wir. Ich kann mir ja einen aufheben. Machen wir erstmal so. Sieht aus wie so eine Kochstation hier. Hallo? Ja, man Schritte zu hören. Oh, scheint ja ein richtiger Ort zu sein. Ein Doktor! Antriebslosigkeit. Achso, warte mal, ich steck mal meine Waffe weg. Hallo, hey. Doktor, heißt du so? Hallo, kann ich helfen? Mir geht es nicht so gut. Kannst du mich mal untersuchen? Sicher doch. Was sind die Symptome? Ich fühle mich schlecht, muss häufiger kotzen. Das ist nicht so ungewöhnlich hier draußen. Die Maschinen sagten, ich sei kontaminiert. Du bist aus einem der Habitate? Ja. Lass mich mal sehen. Deine Organe zeigen Anzeichen von Gereiztheit. Aber das ist zu erwarten, wenn du erst seit kurzem in dieser Umgebung ausgesetzt bist. Das Fleisch und all das. Sonst kann ich hier nichts sehen, was eine Ursache für deine Krankheit sein könnte. Entschuldige, sieht gerade nicht so aus, als könnte ich da wirklich helfen. Vielleicht... Ja... Ist das nur eine wilde Idee, aber Mortus erforscht zurzeit das Fleisch und wie es uns Menschen beeinflusst. Es ist vor einiger Zeit hier angekommen und hat sich im Untergrund... Achso, er, der Mortus, hat sich im Untergrund eingerichtet. Vielleicht kann er dir helfen. Okay, danke für die Info. Sonst noch was? Service brauche ich gerade nicht. Ich weiß nicht, was... Ich würde sagen, der heilt mich dann einfach nur für Knete, ne? Was macht da hier die Tür nicht? Was sind das für Leute? Antriebslosigkeit. Da stehen viele Flaschen und Reagenzgläser rum. Es ist ein wenig verkrustete Kotze darauf. Blasenprobleme. Gehört jemandem. Aber derjenige ist gerade draußen. Stehen hier rum. Voll der Gangster hier. Krass, die kann man alle anquatschen, ja? Sag mal, denkst du, ich kann gewinnen? Trabant. Wobei, dem Wettkampf. Ich muss gewinnen. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe. Kannst du mir dabei helfen? Hey, du versuchst jetzt nicht gerade zu mogeln, oder? Als ob. Was macht denn diese Person sonst hier? Spirituellen Ratschlag erteilen? Wenn du meinst. Nimm dir jeden Ratschlag, den du kannst. Du wirst trotzdem verlieren. Also, ich musste auf jeden Fall gewinnen. Bist du dabei?
Was ist das für ein Wettkampf? Es geht darum, wer am meisten kotzen kann. Was ist denn mit diesem Spiel, Alter? Ich habe gehört, dass sie nachts trainiert. Ich will diesmal nicht verlieren. Alter, was ist das für eine Scheiße? Bist du dabei? Klingt spaßig. Was brauchst du dafür? Im Roten Wald, südlich von hier, da hat's sehr viel von diesem pinken Glibberzeugs. Es ist echt eklig. Ich kann nicht mal anschauen, ohne dass mir schlecht davon wird. Das muss doch was mit meinen Innereien anrichten, nicht? Okay, ich organisiere es für dich. Kurzwettkampf. Alter. Müssen wir diesen Mortis aufsuchen. Ein Fremder. Cyberwomp. Ist alles so öde hier. Okay. Tut mir ja leid for you. Am wenigsten macht der das Brett nicht der wieder ran. Da wo Fremder dran steht, da erreicht man nichts, ne? Das könnte mal knacken, aber dann nehmen die uns bestimmt auf den Sack hier. Alt! Verflucht! Ah, da sollte man vielleicht vorher speichern. Oh. Ist das ein anderer nackter Mann oder derselbe? Oh, schön, ein anderer Reisender. Manche Leute hier sind aber schon komisch. Ich hätte noch was zu essen gesucht, die haben aber nur rohes Fleisch. Bäh. Dann muss ich mich halt wieder von Pflanzen und Dreck ernähren. Na dann, man sieht sich. Solider Typ, dieser nackte Mann. Das ist ein Hammer. Kauf dein Fleisch hier. Fleisch. Frisch Fleisch, okay. Du bist neu hier, ne? Hier ist dein Fleisch. Wir kümmern uns hier um jeden, aber wenn du mehr willst, musst du auch was zahlen. Ist das gesund? So rohes Fleisch? Warum nicht? Jeder hier ist es roh. Schlimm kann es also nicht sein. Wo steht denn hier der Wert? Ah, da. Plus 10. Mhm. Der ist 14 wert. Für Kotze kriege ich nichts. Kann ja nicht wahr sein. Das ist astreine Kotze. Okay. Macht hier bei dem wohl erstmal keinen Sinn. Oh, ich hab ihn aus Versehen angerempelt. Schieb so, die Verführerin. Okay. Fragment des Wissens gab's dafür. Ups. So, hier war der Doc drin. Ich will jetzt nicht die Garben da an dem Schrein klauen. Hey, mach die Tür zu. Ja, sicher. Und, kann man dir helfen? Ich schaue mich nur um. Leute kennenlernen? Etwas in der Art, ja. Also, ich bin Maler. Ich bin schon alt und bin deshalb meistens hier drin. Aber ich bin trotzdem mit allen da draußen befreundet. Mit allen? Genau. Agira ist definitiv die Beste. Sie kümmert sich um mich.
Sie hat mir sogar mal Käse mitgebracht. Das einzige Mal, dass ich welchen hatte, außerhalb vom Cyberwomb. Sonst noch was? Ich kenne ja diesen Kraken, er sucht Freunde. Freunde für den Kraken? Warte mal. Sprechen wir gerade über einen von diesen Titanen? Ich schätze mal ja, er war ein wenig einsam. Wirklich? Ja, kann schon sein, dass die solche Gefühle haben. Warst du schon mal beim Kraken? Nein. Denkst du wirklich, ich würde aus Taurus rausgehen? Ich bin nicht so ein verrückter Reisender wie du. Hast du eine Idee, wo ich sonst Freunde für ihn finden kann? Ich weiß nicht, aber vielleicht kann Mortus dir weiterhelfen. Er ist ein echt guter Junge. Weiß ganz viele Dinge über das Fleisch und so. Er lebt unten bei der alten Anlage. Der Eingang ist in einem der Häuser hier. Dankeschön. Nee, mehr möchte ich nicht. Mach auch die Tür wieder zu, ich bin guter. Anlage. Bitte für die Anlage. Haben wir das Ding schon angefasst? Achso, ja, haben wir. Den würde ich gerne aufsuchen. Ich glaube, Star konnte man in der Demo spielen. Mit dem geht man dann irgendwie auf Mission. Alter, cool. Boah. Wie nice, unser erstes Kleidungsstück. Mehr Resistenzen gegen Energie. Oh, mir pinnt hier gerade der Arm ein. Was ist los? Oh, sitze hier wie ein Honk. Antriebslosigkeit. Oh, das ist ein Text. Stell dir vor, da wäre eine reiche Person. Schwerst gelangweilt und immer auf der Suche nach der neuesten Sache. Bist du diese Person? Bis diese Person eines Tages diesen Ort hört. Dann stell dir vor, du könntest diese Welt so verformen, wie du willst. Alles an deine Vorlieben anpassen und dann lebst du für Jahrzehnte in diesem himmelsgleichen Szenario. Wird es dann nicht zu deiner eigenen Hölle, vor der dich jemand retten kann? Was ist das hier? Ich behaupte, dass alles in Langeweile endet. Ein aktiver Geist, der dauernd konsumiert und schafft, dem gehen eines Tages die Sachen aus. Ja, stimmt doch. Ist da was dran? Jetzt muss ich eigentlich immer alles um einen herum verändern. Oh, hallo. Weil sonst wird es halt, wie gesagt, langweilig. Ich hätte aber keine Energie. Da ist ein Trichter. Vielleicht braucht es hier auch organische Schmiermittel. Mal sehen. Nein, ich habe Kotze verloren. Hochfahren. Initialisieren. Was willst du, Mensch? Wer bist du? Ich war einer deiner Meister. Hier, um deinesgleichen vor den Gefahren dieser Welt zu schützen. Aber das war in meinem vorherigen Leben. Ich verließ die Meister, um einer deiner Art zu werden. Okay. Wurdest du deshalb zerstört? Ich weiß nicht. Ich habe keine Erinnerung an meine Zerstörung. Bist du der, der mich aktiviert hat? Du hast mein Leben gerettet. Danke. Was nun? Ich würde gerne meine Reise fortsetzen, Leute kennenlernen. Deine Beine sind zerquetscht. Ja. Vielleicht kannst du meinen Kopf von meinem Körper trennen und mich herumtragen. Ich bin komplett selbsterhaltend. Ich werde dir nicht zur Last fallen. Ich möchte nur das Leben erleben, Freunde machen. Ey, das ist der perfekte Kumpel für den Fleischkraken. Und los jetzt. Schön. Fleischgesicht. So, ich hab gedacht, die können vielleicht hier noch ein bisschen Schrott rausholen oder so. Weil das hier nicht alles gibt, ja. Ich möchte jetzt mit euch aber noch in der Folge hier diesen Mortus aufsuchen. Jetzt verlasse ich wahrscheinlich gerade die Gegend, ne? Hier war doch die Oma drin.
guck mal hier. Hier sind wir richtig. Ah, sieh. Das sollte auch unser Unterschlupf werden. Krasse Bude hier. Könnte ein bisschen Inneneinrichtung vertragen. Mortus. Sich. Ja, das sieht gut aus. Hier würde er irgendwo sehen, wenn er das Fleisch erforscht. Ein Besucher. Was machst du hier unten? Ich untersuche das Fleisch und die Maschinen. Versuche, unseren eigenen Platz bei ihnen zu finden. Zurzeit konzentriere ich mich auf das Fleisch. Was ist denn deine Meinung über all das Fleisch? Ja. Seltsam, oder? Das ist eine gute Observation. Ich kann nicht einmal beurteilen, woher es kommt. Mich interessiert zurzeit größtenteils die Herkunft und wie es mit der Infektion und Mutation zusammenhängt. Ich wurde aus einem Habitat rausgeschmissen, weil ich kontaminiert bin. Kann das etwas damit zu tun haben? Interessant. Ich kann keine äußerlichen Anzeichen einer Krankheit erkennen. Wie geht es dir? Ganz normal, meistens. Manchmal wird mir schlecht und ich muss kotzen. Das könnten die ersten Anzeichen einer sich verändernden Metabolismus sein. Sonst noch was? Hast du eine Ahnung, wo ich Freunde für den großen Fleischklops finden kann? Kannst du mich untersuchen? Gerne. Diese ganze Sache ist für mich auch faszinierend. Du könntest mein erstes Untersuchungsobjekt sein, das sich noch im Anfangsstadium befindet. Wie aufregend. Anfangsstadium? Was kommt denn noch? Kann ich noch nicht sicher sagen. Vielleicht ein paar Mutationen. Ist das heilbar? Ich glaube nicht. Ich bin aber zurzeit nicht dazu ausgerüstet, an menschlichen Zellen zu arbeiten. Ich brauche wohl einen Medizinscanner und etwas Oktagonfluid. Den Scanner kriegst du wahrscheinlich beim Arzt hier in Tauris. Sag ihm, es ist für mich Mortus. Aber Oktagonfluid wirst du hier nicht finden. Eine der alten Anlagen im Norden könnte etwas übrig haben. Oh, und es wäre sehr praktisch, wenn du mir noch ein wenig Gehirngewebe von einem Mutanten mitbringen könntest. Mache ich mich mal auf die Suche. Ja, Gehirngewebe haben wir ja tonnenweise, oder? Aber das ist hier unten eine Schnellreise, das ist schon mal nice. Ja, Dosenfutter. Gesundes Dosenfutter. So, Leute, wir müssen hier aber Schluss machen. Die Folge ist schon wieder übel lang. Ich checke hier noch ein bisschen den Bunker aus nach brauchbaren Materialien. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Death Trash. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Oder gefällt. Mann, ich habe heute einen Riechchen drauf, ne? Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss.